Ja, hallo zusammen. Heute geht's zum nächsten Teil der Kooperation mit Andy Tower. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der gerade am Start ist, gerade beginnt. Ich habe euch alle Kontaktdaten von ihm unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr den auf Instagram und so weiter. Und jetzt schauen wir mal. Er hat jetzt den dritten Teil unserer Kooperation gemalt. Ich verlinke euch hier den ersten und den zweiten Teil. Auch unten in der Videobeschreibung findet ihr die Verlinkung zu den entsprechenden Videos. Und jetzt packe ich erstmal aus und lasse mich überraschen, was er gemacht hat. Ja, das ist ja absolut traumhaft. Da habe ich jetzt ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich habe beim letzten Mal ja nur hier diese Bergkette, ein bisschen was von der Wiese und die Mauer gemacht. Und der ganze andere Rest ist vom Andi. Da habe ich jetzt nicht mehr viel an Kooperation anzubieten. Und ganz ehrlich, da muss ich mir jetzt wirklich ernsthaft überlegen, was ich da überhaupt noch ergänze, weil. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ist das Bild eigentlich fertig. Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr sportliche Herausforderung für mich. Und ich lasse es jetzt erstmal sacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem ich jetzt mit dem Andi Rücksprache gehalten habe, werde ich an dem Bild nichts mehr verändern. Also ich werde keine zusätzlichen Details noch einfügen, keine Vögelchen oder irgendwas anders, sondern ich werde jetzt nur hingehen und die Kontraste ein bisschen verstärken an einigen Stellen. Ich denke, das ist auch was, was für euch sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Sicht sogar das Wichtigste in der Landschaftsmalerei, weil gerade Menschen, die mit dem Malen beginnen, dort am häufigsten Fehler machen, dass sie die Kontraste zu schwach wählen. An Farben habe ich im Prinzip meine limitierte Palette. Da ist jetzt alles mit drauf, außer Ultramarin und Krapprot. Und zusätzlich habe ich aber noch Lichtenocker, also Eisenoxidschwarz, Preußisch Blau, Cölinblau, Cadmiumrot hell, Lichtenocker, Cadmiumrot, ach Quatsch, Cadmiumgelb und natürlich Titanweiß. Ja, ich werde jetzt immer wieder an einzelnen Stellen des Motivs reinzoomen. Und dann werden wir zum Schluss mal schauen im Vorher-Nachher-Vergleich, ob die Überarbeitung etwas gebracht hat. So, wenn wir uns das Bild mal insgesamt anschauen, dann können wir erkennen, dass das Licht von rechts kommt. Hier eindeutig an dem Laternenmast hier erkennbar. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und das kommt nicht ganz von der Seite, sondern so ein bisschen sozusagen ganz leicht von der Seite des Betrachters. Woran erkenne ich das? Dass die Innenseiten der Türen hier alle hell sind, wird das Licht eher von hinten kommen, wäre hier dunkel und die linke Seite hell. Und ich arbeite mich jetzt mal von links nach rechts durch, einfach aus dem Grund, damit ich mit meiner Hand hier nicht in die feuchte Farbe reinkomme, das Bild womöglich noch zerstöre. Pinsel ist natürlich klar, da nehme ich jetzt nur kleine Pinsel. Ich habe einen Linierpinsel, einen Detailpinsel und noch so einen kleinen Katzenzungenpinsel, damit ich halt hier die Details möglichst gut einarbeiten kann. So, ich denke, dass ich zuerst mal die hier oben diese Überdachungen ein bisschen verdunkle, da mische ich mir ein Braun. Das bekommt er ganz einfach, wenn er Eisenoxidschwarz mit dem Cadmiumrot hell mischt. Und je nachdem, wie viel Schwarz dabei ist, ist die Farbe eben dunkler oder heller. Das gleiche mache ich jetzt hier bei den Türen und Fenstern. Ich vertiefe die Schatten noch ein bisschen. Da das Licht von oben kommt, füge ich hier oben noch einen Schatten ein. Und bei dem Fenster hier unten, da ergänze ich jetzt auch noch einen Schatten. So, hier unten den Busch, den werde ich insgesamt ein bisschen dunkler machen, einfach aus dem Grund, weil ich im Vordergrund eher die dunklen Tonwerte habe, die sehr dunklen und sehr hellen. Mein ursprünglicher Plan war ja auf dieser Seite hier, lieber Andi, das hast du mit deinen Zypressen hier zerstört. Ich dachte, du würdest hier schön einfach eine Ebene hinmachen und ich könnte dann hier so Olivenzweige ergänzen, die hier so rübergehen. Das macht hier keinen Sinn, da würde ich das Bild ja komplett zerstören, wenn ich jetzt hier die Häuser damit abdecken würde. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann hier ein bisschen Dunkelheiten einfügen und mit einem sehr dunklen Grün. Das bekomme ich halt, indem ich Gelb mit Eisenoxid Schwarz mische.
So, und dann gehe ich halt mit einem helleren Grün drüber. Ich bleibe bei dem Olivton. Gebe ein ganz klein wenig von dem Preußischblau dazu, weil der Andi hier ein anderes Grün verwendet hat, also nicht ein Olivgrün. So, und tupfe jetzt noch hellere Farbtöne drüber, ganz vorsichtig, in die noch feuchte Farbe rein. Aber ich decke die Dunkelheiten halt nicht ab, sodass ich dann automatisch Schatten habe. So, und dann kann ich hingehen, das Ganze noch weiter aufhellen. Gebe ich ein bisschen Weiß dazu, nicht zu viel, weil ihr seht selber, die Farbe wird dann sehr schnell stumpf. Und dann kann ich hier nur einzelne Glanzlichter setzen. Und ich habe beim letzten Mal ja schon die Blüten hier nochmal ein bisschen hervorgehoben. Das werde ich jetzt nochmal verstärken, indem ich richtig fett weiße Farbe Pastosia auftrage. Achtet mir auf den Unterschied zwischen den Blüten, die hier schon drauf sind, die ich ja auch schon mal ergänzt habe. Was passiert, wenn ich hier wirklich mit reinem Weiß nochmal drüber gehe? Das mache ich vor allen Dingen auch hier oben so ein bisschen, damit ich den Kontrast noch stärker zu der Hauswand bekomme. Dadurch rückt dieser Strauch ein bisschen weiter nach vorne optisch. Und den gleichen Trick werde ich jetzt hier auch nochmal machen. Auch hier habe ich bei dem Busch letztes Mal schon Blüten ergänzt. Diesmal kommen die nochmal verstärkt drauf, indem ich jetzt nochmal auf die bereits bestehenden Blüten nochmal drauf gehe und halt richtig fette Farben hier ergänze, dass dieser Busch halt so richtig leuchtet. Einen stärkeren Kontrast möchte ich auch noch an der Mauer haben. Dafür mische ich mir einen Orangeton aus Ocker und Cadmiumrot. Und werde das Ganze deutlich mit Weiß aufhellen. Das heißt, ich mische jetzt mit der Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, weiter. Und diese Farbe trage ich hier jetzt auf. Und die gleiche Farbe verwende ich hier nochmal bei der Laterne, damit sich die noch ein bisschen stärker abhebt. Das ist ja was, was ich überhaupt nicht mag, ne? Diese Details. Da muss ich den Andi echt bewundern, wo der die Geduld hernimmt, weil wenn ihr euch das mal ein bisschen genauer anguckt, dann seht ihr, dass er wirklich all diese Details mit einzelnen Pinselstrichen gemalt hat. Das ist echt unfassbar. So, ich möchte jetzt auch hier bei dem Laternenmast und bei dem Geländer noch ein bisschen Helligkeit ergänzen. Und da das mit dem Pinsel ein bisschen tricky ist, verwende ich jetzt hier einen Acrylstift. Diese Acrylstifte habe ich euch übrigens unten in der Videobox auch verlinkt. Wenn ihr die dort bestellt über den Link, dann bekomme ich so einen kleinen Bonus. Also der Preis für euch bleibt der gleiche, aber ich kriege halt ein bisschen einen Bonus dafür. Das nochmal als Tipp und einen hellen Strich ergänzen, aber den führe ich jetzt nicht komplett von oben bis unten durch, sondern ich unterbreche den immer so ein bisschen, weil dieses Metall ja auch geschmiedet ist in meiner Vorstellung und ein bisschen unregelmäßig ist. Das heißt, an manchen Stellen wird da halt Licht eingefangen und an anderen nicht. Hier lasse ich das, weil hier durch den Mauervorsprung hier so ein bisschen Schatten drauf fällt. Deswegen hier unten mache ich es hier unten auch nicht heller. So, jetzt begebe ich mich mal hier an die Zypressen dran. Die sind eher bläulich von der Farbstellung her. Das heißt, ich mische mal hier jetzt ein dunkles Grün. So, und das ist zum Beispiel diese Stelle jetzt total wichtig, da wo die helle Mauer ist und die dunkle Farbe von der Zypresse. Das akzentuiere ich jetzt nochmal ein bisschen. Es ist mal noch nicht dunkel genug. Ich gebe ein ganz klein wenig von dem Schwarz dabei. Dann noch eine Kleinigkeit, wie kann ich jetzt erkennen, welche Zypresse vor der anderen ist, weil die überlappen sich ein ganz klein wenig und das schaffe ich jetzt auch durch die Verwendung dieser dunklen Farbe. Diese Zypresse, die große, ist hinter der kleinen. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich ergänze hier so ein bisschen Dunkelheiten. Und jetzt seht ihr hier, dass die Helligkeit der Zypresse über der Dunkelheit liegt. Auch das werde ich gleich nochmal akzentuieren, aber hier kommt auch noch ein bisschen was von der Dunkelheit in der lichtabgewandten Seite. Jetzt helle ich die Farbe einfach mit Gelb auf und ergänze halt die rechte Seite noch ein bisschen. Ein bisschen gehe ich auch in die Dunkelheit rein. Und hier lasse ich jetzt eben die Überlappung zu und damit ist jetzt dem Betrachter auch klar, was rechts und was links ist.
So, an der Stelle werde ich die Büsche ein bisschen dunkler machen, aus dem gleichen Grund, den ich gerade eben genannt habe, damit ein bisschen mehr Tiefe in das Bild reinkommt. Olivton, ein relativ dunkel, nicht zu dunkel, weil das ja schon ein bisschen weiter weg ist. Ich möchte es jetzt nicht zu stark machen. Und damit hebt sich jetzt die Zypresse auch nochmal von diesen Büschen so ein bisschen ab. Hier bei den Zypressen mache ich jetzt exakt das Gleiche, nur andersrum. Die große Zypresse ist hier vor der kleinen. Das kann ich hier am Bild sehr gut erkennen. Auf der Kamera werdet ihr das wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Im unteren Bereich wohl nur dunkler machen. Im unteren Bereich deswegen, weil sie da halt nicht so viel Sonne bekommt. Und jetzt kann man schön erkennen, wie sich die Zypresse so deutlich hinter, so regelrecht hinter diese hier schiebt. Weil die mache ich jetzt aber auch im unteren Bereich ein ganz klein wenig dunkler noch. Und dann kommt wieder das gleiche Spiel. Ich hell die Farbe auf, gebe noch ein bisschen was von dem Kylinblau dazu, damit es leichten Petrolton bekommt. Seht, dass ihr auch ein bisschen in die Mitte nur reingehen, dass halt nicht so der so ein schwarz, so eine schwarze Säule praktisch hier hochgeht. Das Licht wird ja auch reflektiert vom Boden und manche Zweige, die stehen auch mehr hervor zu uns hin. Also da sind viele Möglichkeiten gegeben fürs Auge. Das gleiche mache ich hier nochmal, aber die Dunkelheit hier rechts, die lasse ich bei der hinteren Zypresse, damit ich einfach diesen Effekt von Tiefe habe. Ja, beim Thema Licht würde ich gern hier das gleiche jetzt hier auch nochmal machen, damit die Felsen sich so ein bisschen stärker voneinander abheben. Hier hat der Andi ja schon so ein Licht eingefügt, das werde ich jetzt nochmal akzentuieren. Hier unten hat er einen Schatten, der Stein wirft einen Schatten auf den hinteren, also der Felsblocken hier. Und ja, das werde ich jetzt einfach nochmal versuchen, auch mal hinzubekommen. Der ist noch ein bisschen zu orange, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, und für den Schattenbereich machen wir die Farbe natürlich ein bisschen dunkler. Wenn ich zu viel von dem Blau dazu gebe, dann wird es grün. Muss ich halt vorsichtig sein, ne? Weil hier ja Gelb mit drin ist. Und mit der gleichen Farbe deutlich aufgehellt, werde ich jetzt noch ein paar Glanzlichter setzen. So, und das Letzte, was ich jetzt noch machen werde, dann würde ich auch sagen, ist das Bild wirklich absolut fertig. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das ist, ob das ein Fels hier ist. Ich vermute mal ja. In jedem Fall, was mir hier fehlt, wenn das Licht von rechts kommt, dann müssten eigentlich die Zypressen hier einen Schatten werfen. Und das finde ich total spannend, wenn die hier so über den Weg so ein bisschen rüber geht, wenn dieser Schatten hier so ein bisschen rüber geht. Das heißt, ich werde jetzt diese dunkle Farbe, dieses dunkle Grün hier verwenden. Das ist hinter dem Felsen. Das heißt, jetzt hebe ich den Fels auch noch ein bisschen stärker hervor. Wenn ihr mal darauf achtet, wird jetzt hier dieses Gras, das der Andi da eingemalt hat, so ein ganz klein wenig übermalen. Dann geht es hier runter. Das ist ja, kann man hier sehr schön, das hat er super gemacht durch die Bewegung hier in dem Lavendelfeld ist dem Auge klar, dass hier dass es hier runter geht. Das heißt, es geht runter und der Schatten geht hier weiter. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Braunton, den ich vorher bei den Häusern auch schon verwendet habe. Es sind ja zwei Schatten. Das heißt, hier ist noch ein zweiter. Das ist mir jetzt ein bisschen zu braun. Ich möchte es doch eher bläulich haben. Und es ist insgesamt auch ein bisschen zu hell noch, kann ruhig nur dunkler sein. So, hier ganz klar an der Kante dieses Fells entlang, damit der sich optisch noch besser hervorhebt. Das kann man jetzt echt, finde ich, super erkennen. Und dadurch, dass die Schatten hier jetzt praktisch am Fuß dieser Zypresse enden, habe ich damit auch noch mehr Kontrast dran. Zum Schluss zeige ich euch nochmal, was man mit diesen Acrylstiften halt Tolles machen kann. Ich kann nämlich jetzt hier tatsächlich hingehen und damit nur viele feine Details einzeichnen. Das geht natürlich nur bei so kleinen Formaten. Zum Beispiel, dass ich hier bei dem Felsen hier nur wirklich ganz feine Strukturen ergänze. Oder hier bei der Mauer. Hier bei dem Haus vielleicht noch. Kann hier diese Kante zum Beispiel nochmal optisch ein bisschen hervorheben. Muss nur vorsichtig sein, nicht zu viel davon verwenden, da das Problem halt ist, ihr habt immer die gleiche Strichbreite
Und das kann dann fürs Auge vielleicht langweilig werden. Das Bild schicke ich jetzt an den Andi zurück. Vielleicht will er auch noch das ein oder andere ändern. Und ich weiß nicht, ob es noch einen fünften Teil gibt. Ich wage es ein wenig zu bezweifeln, weil das Bild schlicht und einfach jetzt so, wie es ist, fertig ist. Aus meiner Sicht, ich denke mal aus Andis Sicht auch. Ja, ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet an Tipps und Tricks, wie man an so ein Landschaftsmotiv, an so ein Toskana-Motiv herangeht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.